Hallo und herzlich willkommen zu. Ich habe meine Musik vergessen, also mach mal einen Moment. Nein, nein, nein. So und so. Okay. Hey, willkommen zur 100. Nicht 100, Quark. Zur 35. oder 36. Folge. Ich bin gerade nicht ganz auf dem Dampfer. Gut, ihr seht, ich habe ein paar Blank Slates gemacht. Ich habe hier auch mal ein bisschen. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt, ne? Dass ich hier ein bisschen schöner gemacht habe. Und zwar, ich habe auch noch mal ein paar Netherwarzen angepflanzt, hat mal ein paar Potions halt gebraut, dass ich ein bisschen Regen hatte für Blank Slates. Bei Regeneration kann man nämlich relativ schön machen, die Regeneration Potion. Und zwar kann man nicht diese Crystal Pollen Cluster nehmen anstatt ein Grastier. Und davon haben wir mehr als genug dank unseren Bienen. Ja. Und theoretisch haben wir jetzt auch eine bessere Alternative zu Fackeln, denn wir können diese Candles machen und dafür brauchen wir nur im Endeffekt zwei Beeswax und einen String und wir kriegen diese Candles raus. Relativ praktisch. Gut. So. Was machen wir jetzt aber erstmal heute? Und zwar Blood Magic ein wenig weiter. Wir brauchen unbedingt die Arcane Ash. Und dann fangen wir uns alle Pokémon. Nee. Ich pack's mal rein. Ich halte die Klappe und pack einfach nur die Ash rein. So. Arcane Ash bitte. Zack, 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 zack. Sollte alles haben. Ich habe mich eigentlich drum gekümmert, dass wir alles da haben. Zack. Wunderbar. Arcane Ashes. Quest complete. Wunderbar. Das ging ja schon gut los. Ich platziere es erstmal. So, das müssen wir eh gleich noch machen. Aber dafür brauche ich noch Redstone. Und zwar, ich weiß gerade nicht, wie rum. Muss ich mal ganz kurz mal ausmachen. Also das Ding. Das Ding. Und dann das Ding. Wunderbar. So, jetzt wabbelt das einmal lustig vor sich hin. So, ganz kurz warten. Ach ja, und dann flupp. Bekommen wir ein Divination Sigil. Das können wir einmal rechtsklick machen. Und dann sehen wir Current Essence 0. Das heißt, wir haben das jetzt auf unser Soul-Netzwerk sozusagen gebunden. Und wenn wir jetzt hier über den Dingens fahren, sehen wir hier oben links auch praktisch, was für ein Tier es ist. Und wie viel Blut drin ist. Das heißt, ich brauche nicht immer Rechtsklick machen, sondern ich kann einfach drauf gucken. Das ist ein sehr, sehr schönes Feature. Und das erlaubt mir wesentlich mehr zu tun. Weil jetzt kann ich sehen, oh, guck mal, wir haben 1000. Alles klar. Also, zack, das Ding rein. Kannst theoretisch sogar eine Offhand halten. Und wir sollten jetzt gleich. Zack. Wunderbar. Dann haben wir wieder ein Slate. So, also das funktioniert, das ist relativ cool. Ja, wir müssen unser Altar aber noch upgraden. Und dafür brauchen wir einen höheren Tier. Und dafür brauchen wir Bloodrun. Ups. Bloodrun. So, die Dinger da. Dafür brauchen wir das Geisterblock. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber wir brauchen auch einen Ritual Stone. Und das habe ich nicht. Und mir fehlen auch noch ein paar Slates, wie ich gerade sehe. Also ein bisschen was muss ich noch machen. So, aber erstmal. Die erste Quest, also die erste Quest, im Endeffekt ja, die erste Quest ist ein Weak Blood Orb. Und den Weak Blood Orb machen wir, indem wir einen Mana Diamond nehmen und mit 2000 Life Points zusammenpacken. Das heißt, ich sammle hier nochmal ganz kurz ein bisschen, zack, 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 zack. So, jetzt hören wir ein bisschen Herz schlagen, ist aber okay, na, muss da noch einmal ran. Dann nehmen wir mal einen Diamante mit. So, dann einmal hier rein. Flup, Mana Diamond Hammer. Dann gehe ich mal wieder hier zurück. Ich brauche eigentlich die Netherwarzen. Ich hoffe, die wachsen. Wachsen die hier? Ja, ne? Eigentlich schon. Ich glaube, die brauchen ewig. Was hatten wir nochmal dafür gebraucht? Den können wir machen. Den können wir machen. Ich glaube, wir machen so mal ein Glosch. Ein Glosche, Glosch, was weiß ich. Ich bin kein Französisch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Französisch ist. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, was haben wir denn alles? Das haben wir alles. Theoretisch die Tube. Dafür brauchen wir Nickel. Das habe ich auch alles. Wir müssen nochmal Machine Frame machen. Glowstone ist auch nicht das Problem. Für Teil Essence können wir machen. Aber wir können das Ding auf jeden Fall machen. Wunderbar. So. Zweimal muss ich noch mich rein
bluten. Mal kurz eine Sellerie gegessen. Machen wir das jetzt am besten. Die kann ich noch nicht machen. Regeneration 3 gibt es sogar. Achso, das war hier der. Gab es irgendwas, um das nochmal zu erhöhen? Potion Essence. Condensed Potion. Ist aber auch erstmal zu teuer, das zu machen. Ich glaube, wir müssen erstmal damit leben. Aua. So. Dann machen wir mal. Nehmen wir mal damit rein. So. Und dann wollte ich mal gucken, was kostet denn der Inkenz-Altar? Reinforced Slate, das heißt, wir müssen ihn erstmal upgraden, okay. Weil der Inkenz-Altar erlaubt uns, dass wir praktisch mehr Blut rausbekommen, wenn wir uns selber verletzen. Mit dieser, Sacrificial Dagger. Nee, Sacrificial Knife. Dagger. Was ein bisschen, ja, besser wäre, als das wir jetzt gerade haben. Wir können auch Runen machen, dass wir noch mehr kriegen. Und wir können hiermit halt aufladen. Wir könnten mal schon ein bisschen Kenz-Altar machen, wo wir dann hingehen und dann kriegen wir einen Haufen Zeug. So. Das sollte jetzt gleich soweit sein. Jeden Moment. Dankeschön. So. Das war ein Blutaltar. Nicht Blutaltar. Ein Blood Orb. Quest complete. Wunderbar. Mal gucken, wir können jetzt als nächstes halt die Blank Runes machen. Runic Altar könnten wir auch noch machen. Und dann können wir nicht mit den Slates dann ein bisschen was machen. Ah, schön, dass sich das alles jetzt langsam zusammenfügt. So. Also. Ich muss damit jetzt einmal restlich machen. Aua. Jetzt haben wir ein bisschen Blut im Netzwerk. In unserem Blutnetzwerk. Der Orb ist auf uns gebunden. Das heißt, wenn wir den jetzt in den Blattalter packen würden, könnten wir das Blut daraus nehmen und in unser Netzwerk packen. Und das brauchen wir dann zum Beispiel, wenn wir andere Slates machen, nicht Slates, andere Sigil machen oder aber Rituale haben, dann geht es halt aus unserem Blutnetzwerk raus. So, jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, wie ich das jetzt erstmal mache. Ich brauche nämlich eigentlich Netherwarzen. Damit ich ein bisschen Regen Potion mehr noch machen kann. Aber ich glaube, mit Regen Potion hatte man weniger bekommen oder so. Ich weiß gar nicht, wie es war. Gut, mal gucken. Dann würde ich erst einmal sagen, wir machen das mal folgendermaßen. Ich mache jetzt einen Cut. Sorge dafür, dass ich hier den ganzen Mist noch zusammensammle. Und dann machen wir uns einen Glosch. Schließen den noch hier irgendwo mit dran. Wir haben ja noch nicht genug an diesem Kabel angeschlossen. Ich muss das endlich mal hochschaffen, immer noch. Vielleicht mache ich das auch jetzt. Na, mal gucken. Also, wir machen jetzt erstmal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich geschlafen. Bis gleich. So, da ist er mal wieder. Ich habe einen Teak-Sapling. Ich habe gerade den Leaf abgebaut, aber einen Teak-Sapling. Yay! Ich habe endlich einen Teak-Sapling. Okay, das heißt nämlich, die ganzen Dschungelbäume kann ich jetzt nicht weghauen. Ha, okay, weil Teak und Dark Oak gibt nämlich Eib. Und das heißt, die baue ich jetzt komplett ab hier. Ciao. So, und ciao. So, na, verbinden wir einfach die beiden nochmal dann. Ah, schön. So muss das sein. Weiß gar nicht, drop das Ding trotzdem Setzlinge? Weiß gar nicht, wie das bei den Forestry-Bäumen ist. Droppen die auch Setzlinge? Ja, tun sie. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob man da vielleicht nur kriegt, wenn man einen Crafter nutzt. Deswegen hab ich schon mal nachgefragt, aber nein. Wahrscheinlich nicht. So, dann machen wir das komplett weg, dass keine Leaves mehr hier sind, die in irgendeiner Form vielleicht mutieren könnten. So, zack, zack. Aua. So, Dille. Ja, das eine sind reine Dschungelsetzlinge, das andere sind schon die Dschungel-Oak-Setzlinge, die ich mal gemacht hatte. So, aber jetzt nehmen wir erstmal Teak. Zack. Und dann nehmen wir das Ding und zack, zack. Yay, yeah, wir haben einen Teakbaum. Wunderbar, dann bitte verschmelzt Bäume, verschmelzt. Ah, es ist schön. Okay. Wunderbar, dann kann die nämlich erstmal weg hier. Brauche ich nicht. Ah, ich will nur Eibwutsch. Teak ist vielleicht auch gar nicht so schlecht zu haben. So,
Aber jetzt erstmal das wieder wegpacken. Zack, zack. Und ich habe nämlich noch was vorbereitet. Und zwar die Glosch. Dafür habe ich, wie gesagt, Further Essence. Ich habe eine Machine Frame schon mal gemacht. Das heißt, wir haben jetzt den Garn Glosch. Glosche, Glosch, was weiß ich. Habe ich denn noch. Komm kurz. Jo. Ich nehme mal eine Nature Wurz mit. Und ich nehme mal Soul Sand mit. So, dann nehme ich nochmal meinen Pitcher Plant mit. Dann nehme ich noch einen Dirt mit. Das weiß ich schon nicht mehr weiter. Brauchte ich noch was? Bone Meal könnte ich noch nehmen, aber. Ja, wir nehmen mal Fertilizer oder irgendwie Bone Meal. So. Gut. Wo bauen wir das jetzt erstmal auf? Weil hier vorne wird es ein bisschen eng. Vielleicht baue ich es auch erstmal mit. Ist auch doof. Das ist auch doof. Ist schon wieder Nacht, ja. Wie machen wir das jetzt? Wo baue ich denn das hin? Ohne dass ich wieder alles abreiße oder es hässlich mache. Ich habe gesagt, ich wollte das noch verschieben. Ne? Ich habe es schon wieder vergessen. Okay, machen wir einfach mal hier hin. Strom muss eh von oben rein. Jetzt dann Hebel. So, Strom muss eh von oben rein. Okay, irgendwas. Irgendwas spinnt mit dem Rendering hier. Okay, gut. Meinetwegen. So, so sein das Ding. Warum kommt da kein Strom mehr an? Strom habe ich nur. Ah, okay. So, da muss da jetzt irgendwie Wasser rein. Das kann ich hier reinpacken. Das heißt, ich packe mal hier unten die Pitcher Plant hin. Zack. Nehme mal einen Eimer und mache erstmal die ersten paar Schritte manuell. Kann ich nur mit Pipes reinpumpen? Okay, hoffen wir mal, die Pitcherplan was macht. Bomi kann ich schon mal reinpacken. Jetzt muss ich im Endeffekt nur dafür sorgen, dass das Ding irgendwie startet. Moment, habe ich nicht einen Tank. So. Der Plan dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Wir machen das mal ein bisschen kombinierter. Zack. Und dann machen wir nämlich den Jet hier hin, die Pitcher Plant hier hin, machen daneben einen Tank, machen da Wasser rein und stellen den Tank um, sodass er automatisch outputtet. Funktioniert das? Nein. Weil wahrscheinlich nur nach unten outputtet. Okay. Dann nochmal anders. Dann brauche ich doch eine Fluid Duct. Okay. Zack. 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 Jetzt haben wir Wasser drin. Machen wir das mal so und so und so. Und dann fülle ich mal ganz kurz hier ein bisschen. So. Gut. Und wir haben schon die ersten hier draußen. Ha, das Ding ist gar nicht OP. Es geht vor allem so schnell. Kann ich eigentlich. Nein. Na, okay. Das mache ich hier vorne dran. So. Ich meine, ich habe da jetzt noch Bone Meal mit drin, aber. Ich weiß halt auch nicht, wie ich die Config anpassen soll von dem Ding, weil ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann den Stromverbrauch hochstellen. Ich kann die Fertilizer, den Fertilizer raus, also mehr Wasser verbrauchen lassen, mehr Fertilizer verbrauchen lassen. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Ach, guck mal, jetzt ist die Glocke komplett weg. Zack, 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 zack. Schön. Okay. Gut, damit haben wir auf jeden Fall erstmal da. Ich brauche noch ein Polen Cluster. So. Ah, ich bin immer noch so froh, dass ich schon mal ein Teak-Settling habe. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Awkward.
So, ein bisschen Glowstone, ein bisschen effektiver. So, ich guck mal ganz kurz nochmal. Weil das habe ich jetzt vergessen. Jetzt mal meine Bienen nochmal zu gucken. Okay, dich nochmal rein. Dich nochmal rein. Die Frames sind auch fast down. So. Hat das jetzt geklappt, was ich machen wollte? Ich habe nämlich die cultivated auf fast und ich will nämlich eigentlich, dass die 4 Nachkommen kriegt, was diese Drohnen jetzt hier haben. Und die Drohne ist eigentlich schon, was ich haben will. So, also zack. Gut. So, dann gucke ich nochmal ganz kurz hier zum Teak. Hallo? Ihr Bienchen seid noch alle aktiv? Jo. Ganz kurz gucken, ist hier irgendwas mutiert? Nicht, dass ich was sehen würde. Hier. Sind das Mutierte? Oder? Nee. Doch. Oder? Nee, das sind genau die gleichen. Okay. Es ist immer schwierig, manchmal zu erkennen, was unterschiedlich ist. Also die beiden sind definitiv... Nee, jetzt sind die unterschiedlich. Es ist manchmal sehr schwer zu erkennen, was nun die veränderten Leaves sind. Ja, nun gut. Okay, lassen wir das. Machen wir uns die Regen Potion, machen ein bisschen Zeug, dass wir hier die Blank Slates bekommen und dann machen wir uns ein paar Blank Rune, packen die um den Altar rum und sorgen dann dafür, dass alles ganz schick wird. So. Ups. Nein. So. Okay, 1800, da kann ich schon mal ein Steinchen nochmal reinpacken. Zack. Nein, letztes Bild auch. Dankeschön. So, dann haben wir hier was zu essen. Und wird erstmal heute eine Selleriesuppe. Lecker Selleriesuppe. So. Zack. Zack. Zack, zack. Server Lag ist immer übrigens sehr, sehr toll, weil es kann dadurch jederzeit passieren, dass man sich aus Versehen tötet. Ich warte mal kurz ab, bis es fertig ist. Will mal wissen, wie viel Life Points ich dazu bekomme, wenn ich das Ding benutze. Mit Regen Effekt an. Trotzdem 200. Okay. Wahrscheinlich, weil Regen im Vanilla so schwer zu bekommen ist. Ich weiß nur, dass die, weißt du, die Fallen Grenade nicht funktioniert. In der Nähe vom Blattaltar. Das ist das Einzige, was ich weiß. So. Der Rest sollte eigentlich ja alles funktionieren in Region. So, damit haben wir auch die 3 Potion wieder aufgebraucht. Zack. Über 2000 habe ich noch. Ich mache einfach mal ein paar. Dass wir ein bisschen was auf Tasche haben nochmal von dem Zeug her. So. Jetzt mal wieder über 2000. Dann lassen wir das mal. Zack. Und dann zack. So. Oh, stimmt, es gab ja diesen wunderschönen Bug. Oder beziehungsweise, was heißt es gibt. Die aktuelle Craft Tweaker-Version hat nämlich ein Problem. Aus irgendeinem Grund ignoriert sie NBT vollständig. Das heißt, also normalerweise kann man angeben, was ein Teil NBT sein soll von einem Item. Sobald das Item aber nicht diesen Teil NBT hat, wie ein Standard-Item, doof gesagt, dann, was jetzt hier beispielsweise ist, dass mein persönliches Netzwerk drauf gebunden ist, dann ist das bescheuert. Weil das bedeutet, dass keine Rezepte akzeptiert werden, in denen da irgendwie was verändert ist. Das ist im Endeffekt der Bug. Und das ist richtig toll. Einfach nur. So, 2000. Machen wir nochmal ein. Okay. Waterball. So. Dann zack. Zack, zack. Ups. Zack, zack. Und dann schaut man das Ding auch mal aus. Wir haben jetzt ein Stack, ne? Ein kleines bisschen.
So. Wie viel Strom verbrauchen wir eigentlich? Steht das da irgendwie? Wie viel? Nee, ne? Gut, egal. Egal. So. Auf jeden Fall kann ich alles mögliche jetzt da drin züchten, was ich brauche. Zum Beispiel Sugarcane oder sonst was. So, dann das Ding rein. Ah, jetzt wächst da auf einmal langsam. So, den Orbhammer. Ich tue den mal nicht enchanten. Nicht rechtsklicken. So, dann wird das jetzt erstmal unser erster Crafting Orb. So, Blank Rune 1, 2. Wir brauchen mehr. Wir brauchen nämlich insgesamt 8, glaube ich. Ja, 8. Müssen ja 8 sein, lass mal einmal rumkommen. Wir haben eine Quest wieder completed, das ist wunderbar. So, jetzt können wir nämlich Reinforced Slate machen und wir können den Kens Altar jetzt machen. Wir brauchen nämlich auch dann Reinforced Slate. So, okay. Also, wenn wir die Runes erstmal geupgradet haben. Und danach kann ich auch mit Blood Magic ein bisschen weitermachen, weil ich brauche da wenigstens die, nicht Blood Magic, mit Botania, weil ich brauche da mindestens die, wie heißen sie, die Reinforced Slates. Zack. So, und dann zack, zack, zack. Was zu futtern. So eine Erbse. So, ich kann ja schon mal noch ein paar Blank Runen machen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, das Kreis. Zack, 6, dann noch 2. Gut. Zack. Und dann nochmal eine Potion hinterher. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, was besser wäre. Instant Health oder Regen. Regen können wir halt jetzt einfacher machen, weil wir die, wie heißt's, weil wir die Pollen Cluster haben. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme mal an, Regen ist besser. So. Sind wieder out of Potion. Gut, dass ich jetzt ein bisschen schneller das ganze Zeug herstellen kann. So. So. Fühlen wir noch drinnen. Okay. 1, 2, 3. So, kann ich nämlich noch zweimal machen und dann lasse ich das nämlich jetzt erstmal, weil Regen ist auch aus. Gut. Dann haben wir nochmal ein paar Slates. Muss ich dann eh später nochmal mit 2000 Blut, glaube ich, upgraden. Ich glaube, die nächste Stufe sind dann 2000. Jo. 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 Wir müssen dann auch noch ein bisschen Ascension-Zeug sammeln. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen Snares werfen gehen. Mir wurde übrigens im Kommentar geschrieben, dass es doch bei jedem Mob geht und nicht nur bei den Zombies und Skeletten. Das heißt, ich hatte einfach wahrscheinlich nur extrem großes Pech. So, zack. 8. So, und jetzt können wir das nämlich ganz einfach nehmen. Einmal hier um den Altar rum. Machen wir immer so ein kleinen Ring frei. Zack. Und dann zack, 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 zack. Und der Altar. Zack. Ist Stufe 2. Oben links sieht man es. Super. Das heißt, wir können jetzt alles, was mit dem Altar Stufe 2 möglich ist, machen. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was überhaupt möglich ist. Und zwar mit Tier 1 können wir nehmen, also mit Tier 2 können wir auch was Decker of Sacrifice machen. Das heißt, wir könnten Mobs oben draufstellen, könnten die instant töten und kriegen das Zeug als Blut in den Blood-Altar. Da hatten wir die letzten Staffeln, da hatten wir immer was Schönes aufgebaut, wo dann praktisch die Mobs alle einen Schacht runtergefallen sind. Wir haben dann einfach nur die ganzen Mobs da drin getötet und der Schacht war im Endeffekt auf dem Blut-Altar drauf dann direkt. Ach, das war auch schön. So, wir können Apprentice Blood oben machen. Wir können das jetzt machen. Ich überlege gerade, von noch irgendwas Tolles. Ne, da ist es alles höher. Gut. Das heißt, so viele Möglichkeiten haben wir jetzt eh noch nicht für irgendwas zu tun. Ist ja auch nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. So, ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Fläschlein voll. So, dann gucke ich nochmal nach dem Bienchen und nach dem Bäumchen. Und dann
würde ich sagen, wir beenden auch schon die Folge für heute. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal in Ruhe. Weil wir haben viel zu viel schon. Also was heißt viel zu viel? Wir haben schon genug. So, das weg, das weg. Jetzt habe ich die Polen-Cluster weggepackt. So. Die Ash brauche ich erstmal nicht. Das kann erstmal weg. So, und dann kümmere ich mich dann nämlich dann später mal drum, dass wir noch einen schönen Platz für einen Blood-Altar finden. Ich bin noch am überlegen, wo wir ihn hinpacken. Entweder wir machen es wie letzte Staffel irgendwo auf einem Berg drauf, dass wir praktisch sowas da irgendwie machen. Ich meine, ich habe noch eine Idee, was man machen könnte. Mal ganz kurz gucken, warte mal. Könnte ich das hier machen? Das könnte ich hier sogar machen. So können wir hier den Blood-Altar aufbauen. Ich hätte gerade eine Idee. Mal gucken. Vielleicht sind sie so. Wir werden sehen. Dauert auf jeden Fall erstmal noch. Ich gucke jetzt erstmal ganz kurz hier rein. Hallöle. Tap, 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 tap. Hi. So. Du bist fast, fast. Na, Mom, du bist fast, fast. Du bist fast, fast. Aber du hast nur 2 Drohnen als Nachkommen. Du hast 4. Gut, wir brauchen die mit den 4. Denn das wird meine Züchtungsbiene. Die ist nämlich pristine. Das heißt, davon möchte ich dann... Hui! Der hat mich jetzt erschreckt. Hi! So. Gut. Das soll nämlich meine Züchtungsbiene werden. Das heißt, davon brauche ich dann einen Haufen Drohnen. Und da ist es gut, wenn ich dann jetzt einen Haufen Drohnen bekomme, indem ich einen Haufen Drohnen bekomme. Und es ist für eine Züchtung dann auch super, wenn man viele Nachkommen kriegt per Drohnen. Denn dadurch besteht natürlich mehr Variationen, die man bekommen kann an verschiedenen Drohnen. Und dadurch eine höhere Chance, dass da vielleicht die Mutation schon dabei ist, die ich haben will. So. Genau, so. Gut, dann gucke ich nochmal ganz kurz hier hinten hin. Tu nochmal ein paar Bienchen hin und her swappen. Hier so, zack. Und das ist alles okay. Gucke ich nochmal hier kurz das Bäumchen an. Ich sehe jedenfalls hier nichts. Wir gucken nochmal hier. Es kann durchaus sein, dass da jetzt noch nichts passiert ist. Da muss ich dann erstmal abwarten, ob da noch was. Da ist was. Dark Oak Sibling. Okay. Es ist einfach nur ein Grid, ein einer Grid. Was? Achso, das ist. War das der aktive oder der passive Zweig? Moment. Ach, das ist der passive Zweig. Also der inaktive Zweig, so rum. 1x1. Okay, man kann einen 1x1 Grid machen. Familie der Dschungelbäume. Ach, das ist wahrscheinlich noch eine alte Mutation. Okay, ciao. Ah, schade, ich dachte jetzt, ich habe was gesehen. Okay. Dann würde ich nämlich auch sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Reicht ja für heute dann. Wir haben ein paar Sachen auf jeden Fall gemacht. Alles andere würde jetzt zu lange dauern und wir würden es eh nicht vollendet kriegen. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann haben wir vielleicht schon ein Crossbreed zwischen Teak und Dark Oak. Ach, das wäre schön. So, Biene nochmal umgesetzt. So. Dann sage ich jetzt wirklich erstmal tschüss. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und ja, auf ein Wiedersehen. Bis dann. Ciao.